Ja, das ist die Autodarts-Station hier. Hier unten hängt der Jetson Nano im passenden Gehäuse dazu. Die Kameras sind hier mit einem Aluminiumwinkel einfach festgemacht über die Bohrung, die unten drin ist, wo normalerweise das Stativ dran geschraubt wird. Das sind 9-Euro-Kameras von Amazon. Ich habe auch noch eine andere Kamera bestellt, also noch einen anderen Satz Kameras, den ich noch teste. Die sehen dann so aus. Quasi auch dasselbe, nur um zu zeigen, dass es mit allen Kameras geht. Und ja, die Kabel habe ich hinter den Surround versteckt. Und der Plasma-Ring ist der von WinMau. Dieser Plasma-Ring, dem habe ich deshalb genommen, weil die Befestigungen hier im 120-Grad-Winkel auseinander liegen. Und wichtig ist eigentlich nur, dass die Kameras im 120-Grad-Winkel auseinander liegen und eine entweder bei der 6 oder bei der 11 ist. Bei mir ist sie jetzt bei der 6. Das ist alles nur ungefähr und circa, weil das alles in der Software selbst kalibriert werden kann. Das zeige ich dann im späteren Teil noch. Jo. Und jetzt machen wir das ganze Ding mal an. Einfach hier den Powerschalter drücken. So, jetzt fährt das Ding schon hoch. Jetzt hat man so 30 Sekunden und dann geht es auf den Computer, Tablet oder auf irgendein Anzeigegerät weiter, was bei euch im WLAN ist. Bis gleich. So, und jetzt bin ich auf autodarts.io gegangen in meinen Browser. Und da sehe ich jetzt quasi das Fenster hier, kann mich hier einloggen. Hier sehe ich jetzt eine Auswahl von den verschiedenen Spielen, die ich spielen kann. Around the Clock, X01, Cricket und so weiter. Könnt ihr jetzt hier eine Lobby erstellen oder hier in der Lobby sehen, wer gerade alles spielt, online wohlgemerkt. Oder hier, welche Matches gerade laufen, sind jetzt halt gerade keine da. Unter My Board sehe ich mein Board mit der ID, Status, dass es läuft, unter welcher Version. Wenn ich jetzt hier auf Manage klicke, wird mir quasi der Board Manager angezeigt. Jetzt könnte ich hier tracken, wo ich hinwerfe. Ja, in der Config kann ich jetzt hier alles einstellen, quasi die IDs von meinen Kameras, Auflösung, FPS, dann hier, wie die Detection funktioniert, quasi Dartgröße, maximale Größe, Handgröße, dass er quasi auch das Abnehmen von den Darts richtig erkennt. Unter Kalibrieren sehe ich jetzt hier die verschiedenen Kamerabilder, wo ich quasi hier die Punkte setzen kann. Also der Punkt 3-19, 11, 14, 6, 10, 20, 1 und so. Ja. Ja, jetzt bin ich wieder hier auf die Standardseite gegangen und wähle mir jetzt quasi hier eine Lobby aus, 501. Kann jetzt hier sämtliche Einstellungen machen, Doppelout, maximale Runde, Bull-Modus, Legs, Sets, alles einstellen. Gehe auf Open Lobby. Jetzt könnte ich warten, bis hier Leute reinjoinen. Oder ich mache jetzt hier ein Offline-Spiel. Zum Beispiel gegen Ralf. Dann steht das hier mit drin. Es steht jetzt hier Share Board. Also wir teilen uns das Board. Und jetzt könnte ich quasi starten. Jetzt sehe ich hier unten live, wo quasi die Darts hingeworfen werden. Kann ich jetzt dann mal einfach schnell was draufwerfen. So. Und so funktioniert das quasi. Es zählt automatisch 100, zeigt mir hier an, was ich geworfen habe, welche Gesamtpunktezahl. Wenn ich jetzt die Darts rausziehe, ist der nächste dran. Ralf, wieder drei Darts. Erster Dart, eine 5. Zweiter Dart, außerhalb, also M5 für Miss 5. Und eine 1. Und das S1 steht immer für Single 1, Single 5. Siehst du ja auch, wo ich ihn getroffen habe. Ja, das Ganze habe ich nochmal in einem ausführlichen Video, also ein längeres Video, wie ich ein ganzes Leg spiele,
gemacht und leider hochkant gefilmt, aber ich werde das trotzdem jetzt mal hier hinten dranhängen und das könnt ihr euch auch mal anschauen. Ja. Und wäre gut, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt und das Video so oft wie möglich teilt. Dann mache ich auch noch mal ein detailliertes Video, wie ich das Ganze einrichte auf den Jetson Nano, was alles wie wo angeschlossen wird, den Halter, die 3D-Druckteile kann ich veröffentlichen. Ja, schreibt mal ein paar Kommentare und guckt euch mal an, wie ich jetzt spiele. So Leute, wir machen jetzt mal ein Video. Ich werfe jetzt mal ein paar Darts. 501 seht ihr, dann die drei Darts. Und bei diesen drei Darts erscheinen die Zahlen, die ich werfe. Geworfen. Erkannt hat er Single 20, Single 20, Single 20. Wenn ich jetzt rausziehe, geht's weiter. 441 Rest. Doppel 20. Daneben 20. Das M20 steht jetzt für Miss bei der 20, weil wie ihr seht, habe ich den einen oben drüber gesetzt, übers Doppel. Weiter geht's. 381 Rest. Das ist eine 14. Das ist eine 8 und eine 11, auch richtig erkannt. Fehlerfrei. 20, Triple 1, 12. Bullseye, 5. Also grüner Ring, 25 Punkte, 25 Punkte. Fünf, 20, 12.20, Triple 1, 20. Triple 20 über der 1, also Miss 1, weil siehst du ja, er hängt oben drüber. Jetzt die gelben Zahlen sind das Finish, um 103 auf 0 zu spielen: Triple 20, Single 11, Doppel 16. Einfache 20, also Triple 17, Doppel 16. Geht nicht mehr, 80 Rest. 20. So, 60 Rest heißt 20 für Doppel 20. 20 drüber. Einfache 20. Macht 20 Rest für Doppel 10. Doppel 10. Alles Miss, Miss bei der 15, Miss bei der 6, Miss bei der 15. Immer noch Doppel 10. Das ist eine einfache 6, macht 14 für Doppel 7. Neben der 7, Doppel 19. Gut. Immer noch Doppel 7. Bastet. Eine 16 überworfen. Überworfen. Ja, das mit dem Doppel wird wahrscheinlich nichts. Zu schlecht. Aber ihr seht, es funktioniert. Ja, Leute, ich muss euch noch kurz was zeigen. Und zwar, das ist die Facebook-Gruppe, in der ich da drin bin, und hier unten der Timo, das ist quasi der, der das Ganze erfunden hat und programmiert hat und da viel Arbeit reingesteckt hat und der mir auch geholfen hat, das Ganze einzurichten.
Deswegen zeige ich euch das jetzt. Geht in die Gruppe, baut euch das selber und helft einander, zeigt es den anderen Leuten. Ja, das war's. Ich bin raus.